Nein! Och Gott, komm, das kann doch, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Weißt du, die treffen wie's Messer. Ja, dann blau. Ist die jetzt blau oder ist nur die Axt hier blau? Nee, das ist eine blaue Waffe, oder? Ja. Dann schmeißen wir ihn weg. Simple Hacke hier, die grüne. Oder das Schild, ich weiß gar nicht. Haben wir zwei Schilde? Und schmeißen wir das Ding nämlich weg. Irgendwie konnte man das doch auch verwerten, oder? Aber wir haben wirklich zwei gehabt. Oh, lieber eine blaue mitholen. So, jetzt gehen wir hier hin. Oh Mann. Also dorthin geht's weiter. Wir gucken uns natürlich um. Oh, geil. Pistolenmuni ist voll. Pistolenmuni ist voll immer noch. Oh. Ah ne, die sind alle blau, oder? Ja, guck mal. Aber ja, sind alle auch vom Schaden her geringer als das, was wir haben. Okay. Krass, ne? Haben wir echt eine gute schon gefunden, anscheinend. 184, aber ich weiß jetzt, wie viel hat unsere? Das ist ein Polizeigewehr. Ah, 224, das ist doch schon ein strammer Unterschied. Aber hier, die ist halt 137. Das könnten wir jetzt zum Beispiel fallen lassen. Können wir das. Gab es nichts hier zum Verwerten? Ich dachte, man hätte das irgendwie auch verwerten können, das Zeug. Da holen wir lieber so eine mit. Ah, 184er Polizeigewehr. Ja, das sind dann schon ein bisschen stärker anscheinend, die Polizeigewehre. Es geht auch gut ab, man sieht das ja. Ja, immer mit. Oh, ah, die ist genauso stark wie unsere. Dann brauchen wir sie natürlich nicht zu ersetzen. Ist ja Quatsch. Oh Mann, ich muss unbedingt Zeug mal ablegen oder so. Oder ein paar Waffen verkaufen. Wäre auch eine Idee. Muss ja eigentlich nicht alles mitnehmen. Ist ja Schwachsinn. Oh Mann, das gefällt mir gar nicht. Große Räume. Oh. Das war. Yo. Ne? Das war spooky-like, Alter. Oh Mann. Nimm niemals einen Propangastank neben Ölleck in die Hand, wenn der Gegner eine Knarre in der Hand hat. So, Arschloch. Weil die Knarre ist auch gut. Wo seid ihr? Ah, da hinten. Boah, Mann, Alter, wie er abgeht, ey. Ist der Pistolgott. Oder auch 184er. Oh, was ist denn hier? Was hatten die? Was für Inventar voll? Was ist denn das? Ich sehe es nicht. Jawohl, Header. Was ist denn das? Was passiert denn jetzt, wenn ich hier drauf schieße? Atomexplosion, aber der Gegner lebt noch, weil er ja viel zu weit weg ist. Scheiß Metall da oben, ey. Geiles Wurfmesser, ey. Geiles Ding. Ich hatte es aber ganz schön zerlegt hier. Ja, man muss trotzdem einen Blick auf die Gewehre werfen, auch wenn die bis jetzt irgendwie immer schwächer waren als das, was wir haben. Heißt das nicht, dass das so bleibt, ne? Obwohl ich momentan eigentlich irgendwie nicht wirklich denke, dass hier bessere Waffen noch kommen. Also so schnell eine bessere Waffe kommt. Oh, ja. War natürlich gut, das war nochmal. Die Explosionen sind hier so weitreichend in dem Game. Siehst du?
Ich wusste, dass es überlebt, aber ich wollte ihn einfach umhauen. Ja, um den Vorteil zu nutzen. Oder ich bin davon ausgegangen, dass es überlebt, sagen wir es mal so. Wissen konnte ich es jetzt nicht hundertprozentig. Aber wir können uns hier in dem Spiel so richtig geil die Umgebung zunutze machen. Das finde ich echt cool. Boah, und hier ist Muni ohne Ende. Gewehrmuni ist aber auch voll. Ja, wir haben einfach alles. Oh. Ja. Pampe wäre noch geil. Sowas hätte ich gerne. Gehört eigentlich zu jedem Zombie-Spiel dazu. Nein! Och Gott, komm. Das kann doch. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Weißt du, die treffen wie's Messer. Da holst du kaum. Was sind das hier? Truhen, Schließfächer und andere Behälter, die man mit einem Dietrich öffnen muss, erhalten normalerweise bessere Beuten. Hey, hier gibt es eine mit Orange. So eine Kiste habe ich noch nie gesehen. Och nö. Ey, willst du mich. Komm, du willst mich doch verarschen, oder? Das ist nicht dein Ernstes hier. Oh Mann. Ah, die sind aber trotzdem schon tot. Gut. Wollte gerade sagen. Ah, Pistolenmuni ist voll. Hey, 159, ich glaube, das ist mehr, oder? Ach nee, das war genau die gleiche. Okay. Alles klar. So, wo war denn der Penner? Oh, hier. Ist nicht dein Ernst, oder? Alter, was ist denn los? Überlebensrangpunkte verlieren wir hier wie eine Sau. 4800 Punkte verloren. Was mache ich denn gerade? Dabei hat es so gut angefangen. Ist gut unterwegs, schönes Aiming. Und jetzt stelle ich mich dran wie ein Vollidiot. Naja. Die Rache wird unser sein. Ist ja so schwerfällig, wenn ich im Zielmodus bin, ne? Dann schieße ich ja lieber so. Ich hau den jetzt mal eine Granate rein. Habe ich den? Tatsächlich. Was ist denn der gestorben? Altersschwäche oder was? Yeah, Baby. Das war alles, was du willst. Alles, was du brauchst. Gewehrmunition ist voll, das ist schön. Die Pistolenmuni nämlich nicht. Da, jetzt ist die Pistolenmuni hier auch voll. Hier unten findest du mehr MGs, um eine ganze Armee zu versorgen oder so, ey. Ja, mal sehen, wer hier wen hat. Oh Mann. Ja, ich glaube, du hast mich wirklich. Oh, oh. Boah. Ich will mal ein bisschen sprayen kurz. Ansonsten hätte er uns wirklich gehabt. Hat aber auch den Vorteil gehabt. Mach auf! Super. Ah, okay. So macht man das. Yeah! Servus, Dr. Zero. Ich bin's, Crane. Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg und sprechen Sie leiser. Oh, ja, natürlich. Aber verstehen Sie, meine Daten. Dr. Camden braucht sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen, aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Doktor?
Oh. Eine Prise falsche Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse preis. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage ihnen nichts. Von mir erfahren sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, sie zum Reden zu bringen, sondern darum, sie für mehr Flucht anzuhalten. Du sadistisches Arschloch, ein alter Mann! Kümmert euch um sein Knie. Und bringt Crane zur Grube. Alter Verwalter. Ist das ein fieses Schwein? Ich konnte Sarah ausfindig machen, aber als wir uns auf den Weg zurück zum Turm machen wollten, wurden wir von Rais Männern überwältigt. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Ah. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Richtet ihn auf! Oh Mist. Doktor. Du schleichst dich ein. Wie eine Schlange im Gras. Crane. In einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen? Wovon redest du? Sag's schon, du Hund! Ja. Kontrollverlust. Eine typisch amerikanische Eigenschaft. Plötzlich. Nicht übel. Schaff die Leichen weg. Crane bleibt. Ja, Sir. Dunkler Bereich wird betreten, okay. Och du Kacke. Und wir haben nichts außer unsere Fäuste, oder was? Überleben Sie den Kampf in der Arena. Das kann ja mal heller werden. Alter, lass mich in Ruhe. Voll der Boxkampf gegen Zombies. Fistfakt. Oh, warte mal. Komm, greif mich an. Oh, Mann. Ey, komm, ich... will euch alle hier reinstecken. Jawohl. Das ist deutlich effektiver. Den gerade mit dem Kopf gegen die Wand geboxt. Oh. Alter. Halt! Ja, klar. Ist klar. So, liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Da machen wir das nächste Mal weiter. Oh, wir sind jetzt bei 30% der Story. Also, ja, da werden wir auf jeden Fall in der Story mal schneller weitermachen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Spooky4F mit Dying Light. Bye, bye, bye.